Moin und herzlich willkommen zum kleinen Let's Test von The Battle of Polytopia. Ja, oder wie man auch sagt, Civilizations, mal ein bisschen anders. Das Spielchen, ich weiß gar nicht, ob es ein Mobile Import ist oder Export, keine Ahnung. Es gibt es, glaube ich, aber auch im Mobile. So, das sieht man auch so ein bisschen in der Steuerung etc. Ne? Einführung, tralala. Ich finde es auch toll, dass man die Audio-Dings hier direkt managen kann. Das ist mal richtig toll. Ja, ansonsten, es gibt Highscores, Naturellement und so weiter. Das kommen wir vielleicht nochmal später. Thronsaal, tralala. Das sind eure Spiele, die man schon mal gespielt hat. Und, Infos natürlich über die Entwickler etc. Pipapo, wie man so kennt. Ist auch sehr schön, ne? Alles verlinkt. Wiki und so weiter. Und ja, geht's mal direkt zum Shop. Ja, das Spiel gibt es natürlich auch mal wieder bei Duckies, meinem kleinen Shop, und ein bisschen günstiger als bei Steam, logischerweise. So. Es gibt drei Spielmodis der Perfektion. Hier spielt man quasi um Highscores im klassischen Stil. Dann gibt es den Vorherrschaftsmodus, ist quasi letzter Überlebender, gewinnt. Und dann gibt es noch Kreativ. Kreativ habe ich noch nicht ausprobiert. Ich würde sagen, für die kleine erstmal Einführung in dem Sinne. Spielen wir mal den Highscore-Modus, den ich bisher auch nur immer gespielt habe. So, es gibt hier ganz viele Völker. Diese Völker habe ich schon gemacht, gespielt. Und da ich ja die Ente bin, würde ich auch sagen, nehmen wir die Quetzili. Oh Gott, oder wie auch immer man sie aussprechen mag. Zusätzlich gibt es hier nochmal vier Völker. Das sind DLCs übrigens. Leider noch nicht erhältlich bei mir im Shop. Muss ich mal googeln. Oh, das ist überhaupt nicht laut. Da hätte auch ein Vorlesen nichts gebracht. So, deswegen habe ich es ein bisschen stehen lassen. Es geht bei diesem Volk darum, sie vergöttern die Vögel. Und deswegen sind sie mir auch ein bisschen sympathisch. So, Gegner einer. Okay, hier kann man auch Gegner mehrere wählen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Wir nehmen erstmal einen und leicht. Und schauen mal rein, ne? So, ist natürlich perfekt, ne? Das ist immer die schöne laute Musik. Die ist wirklich schön, aber laut irgendwie. Dann ist, wenn man was vorlesen könnte. Wie gesagt, also, da macht es keinen Sinn, irgendwas vorlesen zu wollen. Ich könnte die Audio noch runterdrehen, aber in-game wäre das dann auch leiser. Das ist immer so ein bisschen schade, sag ich mal, ne? Dass man das nicht so... Musikregeln und Dingsregeln. Es gibt nur einen allgemeinen Regler. Schade eigentlich. So, aber kommen wir zum Spiel. Wir haben jetzt diese schöne Fraktion, sage ich mal, oder Tiere, whatever. So, Spielstatistik, super. Ich hoffe, beim Pechbaum geht es nicht auch wieder mit der Musik los, sonst muss ich wirklich leiser drehen. Doch. Doch, okay, jetzt reicht's. Jetzt, so, hältst du mal die Klappe. Danke. So, kann man nämlich auch was sagen dazu. Und zwar eine Technologie, wie bei Civilizations auch, ist immer freigeschaltet. Und hier haben wir die Schilde quasi, ne? Also, dass wir Schilde tragen können oder Schilder herstellen. Und das Spiel hat auch einen kleinen Techbaum. Das ist sehr nice. Zum Beispiel Reiterei, Jagen,
Fischen, Berg besteigen, Organisation und so weiter und so fort. Später gibt es dann noch mehr. So, und vielleicht können wir uns jetzt noch mal ein bisschen angucken. Ja, wir haben eine Punktzahl, das ist aktuell die Punktzahl 620. Warum auch immer 620 Punkte wir jetzt schon haben. Kontinente, bla bla. Okay, ich glaube, jetzt wollen wir nicht weiter, oder? Nee, nicht wirklich. So. Jetzt haben wir ein kleines Dörfchen. Hier ist ein kleines Herzchen. Das Herzchen heißt immer, es gibt Tipps. So, hier ist ein Tipp. Juhu. Du solltest diese Einheit bewegen. Wähle die Einheit aus und tippe auf die blauen Ziele. Diese Vorschläge kannst du im Menü ausschalten. Ja, das ist schon mal schön. So, wir tippen auf die Einheit, dann ganz normal Linksklick, wie man so kennt, und laufen ein Feld vor. Yuppie hi ho. So, und dann kommt gleich der nächste Tipp. Hey, du solltest eine Einheit in dieser Stadt ausbilden. Mit Einheiten kannst du die Welt erkunden, Feinde angreifen und Städte verteidigen. Diese Vorschläge können wir immer noch ausschalten. Das ist toll. So, jetzt klicken wir auf die Stadt und jetzt haben wir hier den Krieger oder den Verteidiger. So, jetzt ja, ist ein bisschen doof. Ich mache mal einen Krieger. Und der kostet hier ja diese Sternchen, die man hier auch oben in der Links hat, in der Hauptleiste, sage ich mal, in der Hauptübersicht. Es sind 30 Züge, also 30 Runden geht dieses Spiel, wie vorhin auch schon gesehen am Anfang. Und es geht einfach darum, Highscore zu erzielen. Also wir haben 630 Punkte aktuell und ja. Nächster Tipp, du solltest die Runde beenden. Oder den Zug. Ja, ne? Ich liebe ja solche Strategie, Wirtschafts, Tralala-Gedöns. Tatsächlich. So, du solltest diese Einheit bewegen, bla bla. Jetzt wiederholt sich so ein bisschen. Jetzt können wir natürlich mit ihm hier erkunden gehen, zum Beispiel in die Richtung. Und ihn könnten wir jetzt theoretisch auf die Stadt stellen, um sie zu bewachen. Weil der Schilder ist ja ein. Wahrscheinlich Paladin oder irgendwas, der die Stadt bewacht. Aber ich sag mal, ja, so ein bisschen erforschen ist auch nicht schlecht, ne? So, und jetzt apropos erforschen, also die Map erforschen, jetzt apropos erforschen, der nächste Tipp ist, du solltest Fische erforschen. Sollte ich das? Ja, ich kann aber auch andere Dinge erforschen, zum Beispiel Berge oder Organisation oder Jagen. Ist vollkommen egal. Oder Reiterei. Was ich ein bisschen schade finde, eigentlich normalerweise bei Civ oder so, hat man Jagen und dann Reiten. Ne? Also sprich Tierzucht etc. Und dann kommt irgendwann Reiten. Ne? Dass man auch merkt, hey, man kann die Viecher auch reiten. Ja gut, ich werde es hier aber gleich tun. Ich werde erstmal erforschen, das Jagen. Da kommt der nächste Tipp. Und damit schalten wir den nächsten Dings frei im Baum. Zum Beispiel Bogenschießen. Ähnlich wie ein Civ. Oh, FTT Live hostet mich. Wie schön. Der Bot drüben läuft auch noch. Ihr könnt da auch natürlich auf den Hauptkanal gucken von Free German Gamers, mit Unterstrichen auch wie FTG Live, wo alle gehostet werden, die live sind. Und da sieht man sowas schon, Free German Gamers hostet mich gleich mit. So soll es auch sein. So, wenn der Bot richtig läuft und man kann auch bei FTG Replay mal reinschauen. Da laufen von der Community ganz viele schöne Let's Plays. ja, auch Twitch. Und ist halt so ein bisschen auch, ja, Let's Plays etc. gehen so ein bisschen immer weiter unter in YouTube, finde ich zumindest gerade von kleinen Streamern. Deswegen gibt es ja auch die Community. Und werden nicht mehr allzu häufig leider gesehen, muss man dazu sagen. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, sondern dieses schöne Spielchen, der Let's Test in dem Sinne.
Aber wie gesagt, könnt ihr auch mal reinschauen. Ne? In die Communities. Wir haben natürlich auch einen YouTube-Kanal. Logischerweise ist alles verlinkt und so weiter. So. Ja, hier der nächste Tipp. Beende den Zug. Ja, wow. Ich könnte allerdings, ach nee, wir haben jetzt 0 Sterne, weil ich könnte allerdings jetzt auch jagen gehen. Allerdings, das Ding ist, der hier, ich weiß nicht, was es ist, steht jetzt in diesem Zaun drin. Dieser Zaun ist unsere Grenze unseres Reiches und der hier nicht. Den können wir gar nicht jagen, weil du kannst nur das jagen, was in deinem Besitz ist oder in deiner Grenze etc. Da gibt es schon mal eine kleine Einschränkung. So, jetzt haben wir von der Stadt noch mal 2 Dings bekommen. Ich mache mal den Sound wieder ein bisschen an, weil noch ein bisschen ruhig. Gar keinen Sound hat. So. Trotzdem ein bisschen laut. Moment, ich drehe es mal ein bisschen runter. So, ja, man sollte sowas eigentlich vorher einstellen, bla bla. Aber naja, mein Gott. So. Jetzt können wir nämlich hier auch hingehen, erforschen weiter die Map. Aber das Ding ist halt, wow, wir können das Ding nicht jagen. Was wir können machen, ist diesen hier jagen. Und das kostet auch wiederum Sterne. Ich weiß nicht, was diese Sterne sein sollen. Gold, Münzen, irgendwas, keine Ahnung. So, produziere eine Bevölkerung. Für was? Was? Für was? Ja, für, keine Ahnung, für mich. Was muss mit wildes Tier auf eine Feld sein? Was? Okay, den Text habe ich mir noch nie geduldet. So what? Okay, Google Übersetzer ist real, würde ich sagen. Ist ja nicht schlimm. Es ist ja schön, dass es sowas gibt. Aber manchmal denkt man so, okay, kein Wunder, dass man heutzutage in der Schule Deutsch lernen muss. Musste man früher auch, aber trotzdem. Ich meine nur, also wenn man mit so einem Deutsch aufwächst, ja danke. Da wundert mich nichts mehr. So, ja gut. Und auch mein Legasthenie macht's, ja. Also ich meine ja nur, selbst die ist besser teilweise. Gut, okay. Bestätigen, wir sammeln das Tierchen ein. +5 Punkte. So, jetzt kommt ja wieder mit dem Tipp, bewege doch die Einheit. Nein. Na, 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 gut, ich könnte die Tipps auch ausmachen. Ne? Jetzt, also, manche Tipps, die könnte man sich auch irgendwann schenken. Sage ich mal. Und wir haben was gefunden, eine Ruine. Oh, wie schön. Die können wir erkunden. In der nächsten Runde wahrscheinlich, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Stadtwachstum erhält man nur dadurch, dass man Fisch etc. einsammelt und seine Stimme verliert. Achso, die Ruine kann man auch nur erkunden, wenn man hier ein Dorf hat, eine Stadt etc. Und wir haben ein Dorf gefunden. Und dieses Dorf können wir in der nächsten Runde zu unserer Stadt machen, indem wir dort hineingehen. Oder ich weiß nicht, warum da Schwerter sind. So, und damit ist unser Reich erweitert worden. Und jetzt haben wir hier. Nee, das sind Berge, ne? Das sind Berge. Gar keine Ruine. Entschuldigung. Doch, da steht Ruine. Da steht Ruine. Also doch. Vielleicht sind auch Ruinen in den Bergen. Hier sind Berge, das ist eine Ruine. Siehst du. Ha, habe ich doch alles nicht so falsch erklärt. So, und hier gibt es gleich noch ein Dorf, weil normalerweise sehen Ruinen so aus. Können auch in Bergen liegen, etc. Ja, ein Tipp, du solltest hier wieder was machen. Jemanden ausbilden. Nee, das mache ich jetzt nicht. Sondern wir forschen vielleicht mal das, was wir gerne forschen würden. Mit 6 Punkten könnten wir Reiten erforschen, zum Beispiel. Aha! So, ja, die Runden beenden, ich weiß. Hier übernehmen wir das Dorf auch ebenfalls. Tada, bekommen wieder eine ganze Menge Punkte. Und hier gibt es wieder Tierchen zum Einsammeln. Ah, für den zweiten fehlen uns die Punkte. Schade, schade, Schokolade. So. Ja, hier hinten scheint Kartenende zu sein. Ich gehe mal in die Richtung. Und mit dem sind wir gerade erst angekommen.
Jetzt könnten wir natürlich hingehen, sofern wir Punkte haben, und könnten dann ein Reittier quasi ja, ausbilden. Sage ich mal. So, wir bekommen jetzt 5 Punkte, weil jedes Dorf gibt wiederum einen Punkt. Hier stehen auch Punkte bei, ne? Also sprich 2, 1, 1 macht 4. Wo der fünfte Punkt herkommt, frag mich bitte nicht. Vielleicht hatten wir noch einen über. Ja, wir hatten noch einen über. Okay, wunderbar. So, Tralali, Tralalo. Ach, was sind wir froh, dass auch schon wieder Kartenende. Ja, geil. Ja, geil. Herrlich, ja gut. So macht es natürlich auch super Sinn, ein Reittier noch zu machen. Weil das Ding, das Reittier hat natürlich mehr Zugmöglichkeiten, mehr Zugpunkte, als eben die kleinen Einheiten hier. So, jetzt können wir natürlich mal hingehen. Ich guck mal. Okay. Wenn man jetzt zum Beispiel das hier anklickt, dann hüpft das Dorf hier hoch. Mach's nochmal zum Vorzeigen. Hüpp. Das Dorf rechts hüpft hoch. Das heißt, für dieses Dorf kann ich es nicht einsammeln, sondern immer nur in der Range von dem anderen Dorf. Und da können wir auch noch nichts machen. Bei dem Dorf hier, ja, ich weiß, ich könnte das tun. Ist es ja so, dass hier auch noch so ein Tierchen ist. Ein wildes Tier. Das können wir einsammeln. Und jetzt wächst das Dorf. Und wir können zum Beispiel eine Werkstatt machen. Tech. Aufgewertet. Auf Stufe 2. Und die Produktion wurde um 1 erhöht. Du darfst außerdem eine zusätzliche, genau, Belohnung wählen. Wir sollten doch mal die Umlaute mitsprechen, ne? Dann sind es nicht zusätzliche, sondern zusätzliche. Hust. Ja, entweder entdecken. Entdecken macht jetzt relativ wenig Sinn, würde ich sagen. Weil, ja, ne? Dann kriegen wir einen Entdecker, der entdeckt hier alles. Ich könnte es natürlich vorführen für den Vorführeffekt. Oder wir machen eine Werkstatt. Das heißt, wir machen nochmal eine Produktion zusätzlich. Dementsprechend bekommen wir dann 3 Sternchen. Aha. Wir gucken mal in der Forschung. Nein, wir brauchen zum Fischen jetzt noch mehr Sterne. Ja, UPIO. Ne, also bei SIF ist es ja eigentlich so, umso älter eine Forschung ist, umso leichter, umso mehr man schon geforscht hat, umso schneller ist die Forschung auch durch. Hier ist das ein bisschen anders gemacht mit den Punkten. Da könnten wir schon wieder eine Stadt nehmen. Ja, moin. Ja, moin, ist doch geil. So, jetzt müssen wir mal gucken, um den Wachstum zu bescheren, brauchen wir andere Dinge und so weiter. Wir haben 9 Punkte. Und ich würde jetzt sagen, wir nehmen das hier. Organisation. Und damit können wir diese Mais, sage ich mal, Feldobst, ja gut, es sieht mehr aus wie Maiskolben, können wir jetzt einsammeln. Und hier kommt gleich ein Tipp. Nein, ich möchte den Tipp gerne lesen. Du solltest hier Obst ernten. Dies erhöht die Bevölkerung der nächstgelegenen Stadt. Wenn die Bevölkerung weit genug wächst, steigt die Stadt eine Stufe auf und produziert mehr Ressourcen. Ja gut, das in Klammern müssen wir jetzt nicht nochmal vorlesen. Ich glaube, das wissen wir langsam, dass wir die Tipps ausschalten können. So, und damit ist auch diese Stadt gewachsen. Ich nehme mehr Produktion. Und ich habe meine 4-3-1. Ja, das heißt, wir kriegen hier oben steht es auch in Klammern plus 8 pro Runde dazu. An Punkten. Sodele. Jetzt können wir natürlich mit ihm hier auf die Stadt gehen. Was machen wir mit ihm? Ja, gehen daneben. Das ist natürlich super. Deswegen jetzt das Reittier auszupacken. Wäre nicht die tollste Idee, ne, sag ich mal. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel dieses Tierchen einsammeln. Ich weiß gar nicht, ob man mit Tieren später noch mehr machen kann. Deswegen, ich werde mal ein bisschen hier gleich Beobachtung walten lassen. So, jetzt können wir das Teil einsammeln. Wir könnten aber auch hingehen mit 10 Punkten und den Ackerbau erforschen.
Dazu gleich mehr. Und sofern wir 10 Punkte bekommen, das bekommen wir auch. Jetzt machen wir nämlich den Ackerbau und die Technologie ermöglicht Folgendes. Bauernhof. Das klingt doch super. So, und jetzt können wir zum Beispiel hingehen. Das Obst kann man trotzdem nur einsammeln. Ne? Moment, Ackerbau was anderes. Ackerbau was anderes. Ich will den Acker bauen. Okay, das Obst können wir doch nur einsammeln. Entschuldigung, mein Fehler. Gut. Dann braucht man dafür doch mal einen anderen. Kann auch sein, dass wir ein, zwei Runden spielen müssen, um auch wirklich alles relativ mitnehmen zu können, was es so gibt. Naja, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Ne? Also, sag ich mal. Ein, zwei Runden zu spielen. Er gibt uns jetzt auch den Tipp, die Stadt soll wachsen. So, Erkunder brauchen wir nicht, weil hier ist alles erkundet. Deswegen habe ich es auch nicht genommen. Du solltest hier Folgendes bauen. Bauernhof. Dies erhöht die Bevölkerung der nächstgelegenen Stadt. Wenn die Bevölkerung bla 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 bla, der gleiche Schmuck. So, Entschuldigung, aber ja. Genau, wir brauchen die Teile. Und zwar ist das, keine Ahnung, Feldpflanzen. Genau, und da können wir jetzt den Ackerbau machen und bekommen 5 Sterne dafür. Und die Stadt ist gewachsen und wir können noch mehr Ressourcen herstellen. Ui, das ist schön. Das heißt, demnächst kriegen wir 4. Jetzt sagt er wieder, hey, stell doch mal irgendwas her. Nein, nicht wirklich. Aktuell, ja, das heißt, die Teile können wir jetzt aber auch einsammeln, zum Beispiel. War ein Fehler meinerseits. Ich dachte, die könnte man erhöhen. So, das heißt aber, jetzt können wir die Stadt eigentlich noch größer machen. Eigentlich. Ja, hier unten haben wir übrigens Balken, ne? Und je nachdem, wie fortgeschritten der Balken ist, umso schneller wächst die Stadt. Also man muss immer sammeln, damit sie überhaupt wächst. Aber wir brauchen jetzt noch einen Balken, das zweimal sammeln. Und dann sollte sie wachsen. In der Theorie. Wir sammeln mal diesen. Ja, oder nur einmal sammeln und dann ist es auch geschehen. Es kommt darauf an, wie groß die Stadt ist. Umso mehr muss man später sammeln. So, die macht natürlich jetzt auch mehr Ressourcen. Und jetzt haben wir schon 17 Sterne. Und jetzt geht es auch langsam ein bisschen voran, ne? Wie man so kennt. Umso mehr man hat und so weiter. Ups. Okay, mehr können wir hier nicht sammeln. Der ist mit dem Sammeln auch so weit durch, was die Ressourcen angeht. Und ja, mit ihm hier können wir nicht viel anstellen. Man kann die hier einfach auch stehen lassen. Dann beschützen sie die Stadt quasi. Muss man nicht irgendwie auf Defense stellen oder so. Das sind so generell, glaube ich, wenn die auf der Stadt stehen. Es soll doch einen Boni geben auf der Stadt. So, bauen wir eine Straße, um die Stadt mit der Hauptstadt zu verbinden. Könnte man machen, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Was auch geht, Spoiler-Alarm, Wasserstraßen zum Beispiel. So, jetzt haben wir aber richtig Punkte zum Forschen. Hier können wir jetzt zum Beispiel auch Bauwesen erforschen. Freigeist habe ich glaube noch nie erforscht, obwohl ich glaube, das ist so ein bisschen Beten und so Kram. Und Straßen natürlich für 12. Bogenschützen, ich würde sagen, wir machen mal die Fische. Damit wir mehr Wachstum haben. Und dann haben wir auch Segeln. So, Segeln ist so wie bei Civ auch. Du kannst ein Schiffchen machen quasi, einen Hafen und bewegen. Auf Wasser. Und dann gibt es noch Navigation. Ja, das gibt dann größere Schiffchen, ein Schlachtschiff. Bewegen auf Wasser und Entdecker. Entdecker. Erkunde jedes Feld in diesem Quadrant. Welt. Um Auge Gottes zu erhalten. Ah, okay. So, und jetzt haben wir wirklich eine Menge erforscht schon. Und wir brauchen immer mehr Forschungspunkte, logischerweise.
Sodele, er sagt hier, was? Du solltest eine Einheit bewegen. Ja, ich weiß. Ich sollte. Sollen ist aber nicht müssen. So, hier haben wir noch ein Tierchen. Das würde auch noch der Stadt hinzukommen. Aber ihr seht schon, jetzt haben wir hier unten schon vier Balken. Es dauert jetzt, bis die Stadt wachsen kann. Und deswegen habe ich jetzt auch Fische gemacht, dass wir die Fische einsammeln können. Und diese Stadt vielleicht auch mal wächst. Ja, oder auch nicht. Da vorne ist noch ein Wal. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Okay. Wir brauchen noch mehr Kram, damit diese Städte noch wachsen können. Ja, dann ist das halt so, würde ich sagen. Aber wir kriegen jetzt auch 15 Punkte pro Runde. Das heißt, wir können auch in der Forschung weitergehen. Ich nehme den Förster. Ein bisschen Holz hacken ist bestimmt gut. Wir haben nämlich hier auch Wälder. Ja, ich soll die Einheit bewegen. Es ist gut, Spiel. Danke. Du musst es mir nicht jede Runde sagen. Hust, hust. Ja. So, jetzt können wir natürlich hier einen Förster reinsetzen. Und bekommen dafür auch wieder Punkte. Und wir können auch diese Stadt upgraden. So. Dann machen wir das Ganze hier auch ebenso. Ein, zwei Förster erstmal rein. Ja gut, da hinten geht nicht mehr. Hier wäre auch noch die Möglichkeit. Und damit wächst die Stadt nochmal. Und jetzt haben wir entweder einen Bevölkerungszuwachs oder aber Grenzenwachstum. Ich nehme jetzt mal die Grenze. Warum? Weil wir dann mehr Fläche haben, dass die Stadt wachsen kann. Und dementsprechend könnten wir das hier noch einsammeln und dieses einsammeln, aber nicht diesen wunderschönen Wal. Ja, den jagen auch Wale. Möge mir der Rille verzeihen. Hust. Was? So, und jetzt machen wir das noch dazu. Und hier unten haben wir auch noch eins. So, und wir brauchen nicht mehr viel. Dann wächst die Stadt auch mal. Aber was wir auch machen können, ist zum Beispiel jetzt das Wasser nutzen. Wenn wir denn genügend Punkte hätten. Aber ihr seht schon, wir könnten einen Hafen bauen. So. 8 Punkte haben wir noch. Damit könnten wir gar nichts tun, außer Berge besteigen. Berge. Verteidigungsbonus für Berge. Und danach kommen noch weitere Dinge. Naturellement im Stammbaum, im Stammbaum, im Forschungsbaum, Forschungstree. Ihr wisst schon, Stammbaum. Ja, ich weiß nicht, ob der Stammbaum hier irgendwie Sinn machen würde, einen Stammbaum zu haben. So, und hier ist jetzt was. Da ist ein Ofen abgebildet. So what? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ofen, Ofen, Ofen. Ich weiß nicht warum, auch gut. Jetzt können wir nämlich hier auf die Berge steigen. Zum Beispiel machen wir es hier mal vor. Jetzt kann er bergkraxeln und jetzt kriegen wir natürlich mehr Sichtweite und so weiter. Und legen wieder Felder frei. So, jetzt würde ich gerne, Moment, einmal bei der Forschung Wahl entweder nehmen oder Mathematik. Mathematik macht zum Beispiel ein Sägewerk und Katapatulte. Entschuldigung, das war jetzt für die Einwohner, die sprechen diese Sprache bestimmt. Nein, wir können jetzt hier demnächst ein Sägewerk errichten und das wird dadurch, dass wir jetzt ganz viele Holzfäller auch haben, das wird uns natürlich auch einen guten Boni geben, weil wir kriegen einmal den Boni vom Sägewerk. So, die Stadt ist gewachsen. Tja, aufgewertet auf Stufe 5. Und die Produktion wurde um 1 erhöht. Du darfst zusätzlich was wählen. Entweder einen Park oder eine Supereinheit. Moment mal, eine Supereinheit? Ja, diese Bevölkerung haben auch Supereinheiten. Metropole wurde abgeschlossen. Du kannst jetzt Park des Glücks bauen. Dieses gewaltige Monument wird der nächsten St
nächstgelegenen Stadt Wohlstand und Ruhm bringen. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt einfach bauen kann. Kann ich das jetzt einfach bauen? Ja, wir können. Park des Glücks. Dann machen wir das doch gleich. Bumm! Und natürlich kriegt die Stadt richtig Bums dazu. So, und wir könnten auch nochmal einen Hafen bauen. Ich mache den Hafen hierher. So, jetzt bauen wir einen Hafen und die Stadt wächst noch weiter. Ja gut, ich nehme noch einen Park des Glücks oben drauf. In die Stadt vielleicht hinein. Und dementsprechend, aber ihr seht schon, ne, die Balken hier unten werden immer kleiner. Man muss immer mehr dafür tun, dass die Stadt noch wachsen kann. Jetzt können wir hier auch nochmal die Stadt vielleicht ein bisschen Wachstum bescheren oder so. Stufe 4, Stufe 3, Stufe 5. Okay. Und wir kriegen nochmal Punkte. Ich glaube, es macht mehr Sinn. Es macht mehr Sinn, die Stadt hier vielleicht ein bisschen hoch zu pimpen. So, jetzt haben wir natürlich hier das Problem. Wasserstraße ist doof. Ein bisschen, ne? Gleich mal. Und die Stadt muss auch am Wasser gelegen sein. Hier könnten wir jetzt zum Beispiel die Fische erstmal rausholen und dann einen Hafen bauen. Und jetzt seht ihr diese blaue Linie. Ja, ich erhöhe auch hier, glaube ich, die Grenzen, oder? Nee, ich mache mal Bevölkerung. Und damit kriegen wir einen Bevölkerungsboost. Und ihr seht diese blaue Linie. Diese beiden Städte sind jetzt über eine Wasserstraße verbunden. Das finde ich total toll. So, und was wir auch machen können mit der Wasserstraße, ist zum Beispiel, ja, schade, dass man, das ist ein bisschen schade, dass man nicht so 5 Felder vorauslaufen kann oder planen. Renn bitte einfach mal in die Richtung. Wobei das bei Civilizations und mir auch nie wirklich funktioniert, dass ich ihm sage, renn doch bitte mal in die Richtung. Und er tut das auch die nächsten 5 Runden. Sondern steht dann immer da, wohin genau? Ja, habe ich dir vor 4 Runden gesagt. Ja, aber ich habe es vergessen. Dabei denke ich immer so, ich habe doch hier das Alzheimer und nicht du, Spiel. Aber okay. Da, 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 da. So, jetzt könnte man natürlich die Straßen auch machen. Und Bergwerke. Macht in dem Sinn wahrscheinlich auch Sinn. Also in dem Fall. So, Straßen habe ich noch nie wirklich gebaut. Muss ich zu meiner Schande gestehen. So, Straße, machen wir es mal. Aber der braucht gar keine Straße. Der braucht gar keine Straße. Mehr Straße braucht es er hier. Und wir sehen schon, ja, hier ist wirklich gut Straße bauen. Weil, ja, mit dem Wasser, ich weiß nicht. Einfach über das Wasser geht, glaube ich nicht. Hier können wir nur einen Hafen bauen. Das ist natürlich auch doof. In dem Sinne jetzt gerade, just. Aber naja, man muss ja gucken, wie man zurechtkommt. Ne? So, ja, er hier sagt, das ist übrigens die Supereinheit. Ein Quetzali-Riese mit Schild. Also mehr Defense geht hier, glaube ich, nicht. So, und jetzt haben wir gewassert. Man muss einfach mit der Einheit auf den Hafen gehen und dann kriegt man auch ein Paddelbötchen. So, denn, warte mal, wir sollten hier vielleicht. Ja, hier kann man auch eine Straße bauen. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt sagt, dass er das abreißt oder so. Ne? Also wie gesagt, Straße habe ich noch nie wirklich gebaut. Aber ich würde sagen, hier passt ein super Sägewerk hin. Und damit wächst auch diese Stadt nochmal. Und ich nehme den Park. Weil, naja, Supereinheiten sind super, aber wir haben noch 9 Runden zu spielen. Und ich glaube, es bringt jetzt nicht mehr allzu viel. So, jetzt haben wir natürlich Bergwerk erforscht. Hier vorne haben wir Gold oder irgendwas, ne? Metall. Und hier sollte man Bergwerk zum Beispiel hinbauen. Und die Stadt wächst auch hier. Darf nochmal Produktion dazu kriegen. So, jetzt könnten wir hier natürlich auch nochmal ein Sägewerk bauen. Oder Holzfäller, besser gesagt. Ja, mit der Straße. Ich weiß nicht, wie ich da lang will. Weil das Feld können wir nicht. Kann man da trotzdem Straße. Oh, wir können Straße bauen. Also die Straße wird einfach dazu getan. Und jetzt sind die Städte verbunden und es gibt nochmal 5 Punkte dafür. Ja gut, man kann auch anders Punkte holen. Wir haben noch 5 übrig. Ich glaube, damit können wir nichts mehr forschen aktuell. Das ist schade.
Aber vielleicht können wir was anderes mit 5 Minuten anstellen. Eine Straße bauen. Okay. Wir können eine Straße bauen. Ja gut, wir könnten die Stadt jetzt auch nochmal verbinden. Oder hier ein Sägewerk mal dazu tun. Und damit wächst die Stadt auch nochmal. Und wir erhöhen die Bevölkerung. Für mehr Wachstum. Und sie wächst nochmal. Wow. Und dann noch ein Park oben drauf. Ja gut. Also jetzt kriegen wir richtig Punkte. Das ist natürlich nice. Sag ich mal, nächste Runde könnten wir dann noch ein paar Dinge erforschen. Sag ich mal, und was ich erforschen wollen würde. Handel. Habe ich auch noch nie erforscht. Wäre in dem Sinne die Schmiedekunst. Weil wir haben jetzt hier auch ein Bergwerk mit Metall. Und jetzt können wir hier irgendwo, hoffe ich. Ich hoffe. Achso, wir können jetzt übrigens ganz viele Einheiten bauen, die uns nichts bringen aktuell, ja, in der Runde. Aber eigentlich sollten wir jetzt hier eine Schmiede irgendwo bauen dürfen. Aber hier ist eigentlich schon eine Schmiede irgendwie abgebildet. Kann man auch nur neben die Berge bauen. Aber er sagt Straße. Nix hier mit Schmieden. So, wir können natürlich hier Baustraße, um Städte mit deiner Hauptstadt zu verbinden. Verbundene Städte erhalten Einbevölkerung als Belohnung. Straßen geben außerdem allen Einheiten einen Bewegungsboni. Okay, wir bauen hier mal die Straße auch aus. Zack, zwei und dann da lang. Drei und hier lang. Vier. So, jetzt haben wir Straße gebaut und wir bekommen noch mal ein Boni und noch mehr Bevölkerung, würde ich sagen. Ja, und ich sehe schon, die Städte wachsen und gedeihen. So, jetzt können wir mit ihnen ja natürlich auch rumschippern. Logischerweise. Könnte auch den anderen auch noch schippern lassen. Komm, machen wir doch einfach. Zack, einmal vom Berg runter. So, ja, gut. Dann hätten wir das auch verbunden soweit. Jetzt ist er auch gewässert. Ne? Also, ihr wisst, Leute, trinken ist wichtig und so wässert euch. Oh Mann, nein. Ist doch, ist es. Na, 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 na. Jetzt könnten wir natürlich auch auf Walfang gehen oder sowas. Aber ich mache mal Meditation. Und mit Meditation können wir zum Beispiel auf einen Berg einen Tempel errichten. Das ist auch voll geil. Ne? So ein Bergtempel. Oh, noch 6 Runden, dann war es das hiermit. So, jetzt könnten wir hier einen Bergtempel errichten und bekommen nochmal 20 obendrauf. Ja, moin. Das hat bei der Stadt jetzt wirklich viel bewirkt. Finde ich auch. So, ja, sorry, Rille, aber ich muss Wale fangen. Es tut mir ja nicht leid. Oh, ja, ich muss. So, jetzt können wir natürlich hier auch wässern und fahren. Oh, der hat sogar mehr Speed. Da ist eine Ruine. Apropos, was ist mit der Ruine? Wir können Straße bauen. Achso, ich glaube, da muss ein Mannequin drauf, ne? Ah, ich Idiot. Okay, wisst ihr was? Wir bauen uns einfach ein Mannequin. Komm. Weil ich es kann, weil es schön ist. Plus 15 Punkte mal dafür. Kriegen wir jetzt einen Reiter. So. Der hat natürlich, wie gesagt, mehr Bewegungspunkte. Ich glaube, irgendwie konnten wir jetzt die Ruine erforschen. Oder, war Moment. Hatschi. Ist natürlich schön, wenn man so mal einfach mal nie sagt, ne? Moment, war Ruinen erforschen nicht irgendwie? Ja, ich glaube. Oh, Philosophie habe ich auch noch nie erforscht. Ich weiß nicht, was es bringt. Freigeist, Handel, Bogenschießen. Aquarismus. Können wir auch machen. Was nehmen wir jetzt?
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Wassertempel. Verteidigungsbonus auf Wasser. Verteidigungsbonus generell auf Wasser. So, jetzt haben wir noch 12 Punkte. Wir könnten auch mal den Freigeist nehmen. Tempel, Wald abhalten, Holzen, auflösen. Auflösen. Ich kann nicht auflösen. Entfernt eine deiner eigenen Einheiten und du erhältst ihre halben Kosten zurück. Ah, okay, cool. Also Einheiten auflösen. Könnte man tun, aber eigentlich sollte man das hier erforschen dürfen. Bewege eine Einheit hierher und untersuche diese uralte Ruine. Ja, sei du. Man kann doch Ruinen erforschen. So, dann würde ich sagen, Jugend forscht. Wir haben noch ein paar Runden. 0 Punkte übrig. Und jetzt können wir zum Beispiel diese, ja, diese lieben Wale mal einfangen. Er gibt 10 Sterne übrigens. Es gibt kein Stadtboni dafür. So, aber wir können mal einen Tempel errichten. Das gibt 20 Sterne und Stadtboni. Und ich glaube, bis wir die Stadt zum Wachsen kriegen, das könnte noch ein Ding dauern. So, jetzt könnten wir hier auch noch einen Tempel hinmachen oder den Waldroden Straße bauen. Tralala. Ich weiß gar nicht, bringt das was? Eine Straße zum Tempel? Naja, nicht wirklich, ne? Da kann man auch hinpilgern. So, hier könnte man jetzt auch noch einen Hafen hin tun. Einfach nur, um Stadtwachstum zu kriegen. So, und wir können mit ihm hier jetzt auch auf die Ruine. Und jetzt sehen wir hier oben, da ist ein Zeichen. Ruine erforschen. Schriftrolle der Weisheit. Du findest eine alte Schriftrolle mit dem Schlüssel zur Technologie. Rittertum. Rittertum? Okay. Durchbruch. Wir sind durchbrochen. Was? Rittertum, wo habe ich das denn gefunden? Moment, habe ich noch gar nicht gefunden hier auf dem... Ah, da, Rittertum. Das heißt, wir können jetzt mit unseren Reittieren auch Ritter sein oder sowas in der Richtung. Ich glaube, die werden automatisch abgegradet. Die uralte Ruine steckt voller kostbarer Ressourcen. Ah, die Sterne sind einfach nur Ressourcen. Okay. Schön. Kommen hier noch Ressourcen dazu? Ja, jetzt könnten wir natürlich auch hingehen. Hier haben wir das einzige Feld, ne? Wir könnten jetzt auch hingehen und den Wald roden. Kostet 2 Sterne. Weil, hier könnten wir auch einen Tempel hin tun. Ah, nein. Käse. Ach, Käse. Ich hatte was anderes vor. Na gut, dann muss das in der Nähe davon sein. Kostet auch mal 2 Sterne. Und? Nee. Oder haben wir es noch gar nicht erforscht? Moment, ich schau mal, ob wir es nicht erforscht haben. Wir haben es nicht erforscht. Ja gut, moin. Und zwar die Windmühle. Wird uns wahrscheinlich nicht allzu viel bringen, aber ich möchte es einfach zeigen. Hier können wir dann eine Windmühle bauen, die uns wiederum Ressourcen gibt und auch der Stadt einen Wachstumsboni. Ui, 28. So, und hier können wir jetzt auch die Ruine auf dem Berg erforschen. Und diese hat wesentlich viele Ressourcen. Das ist toll. Jetzt könnten wir übrigens noch ein Bergwerk bauen. Einfach so eine Mine mit Metall. Oder aber wir könnten hier auch nochmal einen Bergtempel bauen. Okay, so viel dazu. Hier erbauen wir jetzt eine Windmühle. Und ihr seht schon, ne, die Städte sind mittlerweile so groß. Die sagen, boah, mach das mal, aber beeindruckt sind wir jetzt davon nicht. Oh, hier könnte man nur einen Tempel bauen. Das ist schade. Hätte ich andersrum machen können, tun sollen, kennen. Okay. Ich kann auch mit ihm bessern und auch noch durch die Gegend fahren, ne? Also, das wäre auch eine Möglichkeit. So, weil für das Entdecken von Dingen... Oh, da ist eine blaue Grenze. Meine lieben Freunde, eine blaue Grenze. Feinde in Sicht. So, jetzt muss ich natürlich mit ihm hier erstmal wieder dahin gehen, mit ihm da. Okay, vielleicht sehen wir den Feind noch, aber ich glaube, angreifen ist hier nicht heute. Pazifist wurde abgeschlossen. Du kannst jetzt Altar des Friedens bauen.
Dieses gewaltige Monument wird der nächstgelegenen Stadt Wohlstand und Ruhm bringen. Das klingt nach Spaß. Oh Gott, 38 Punkte. So, gucken wir mal. Tempel. Okay, wo kann ich denen bauen? Abreißen? Nein, also das ist das Symbol zum Abreißen von Gebäuden. Hier können wir auch einen Bergtempel bauen. Bringt uns relativ nichts. Ah, auf der geraden Fläche. Komm, ich baue das mal hier hin. Das würde der Stadt zu Wohle kommen. Und damit wächst sie auch nochmal. Und wir können noch einen Subalden machen. Aber, naja, ich sag mal, fighten tun wir jetzt nicht mehr wirklich. Wir machen natürlich das. Und wir haben eine Stadt Level 8. Ja, moin. So, und er kann jetzt wieder runterlatschen. Schön, dass wir den Hafen haben. Wir können das schneller bessern. So, mit ihm fahren wir jetzt auch mal in die hohe See. Und jetzt könnten wir natürlich auch nochmal gucken. Oh, hier vorne gibt es noch ein Land. Das haben wir auch erkannt. Ja, ich meine, nur in zwei Runden braucht man nicht mehr angreifen. Vielleicht spielen wir später noch eine andere Runde, wo wir dann auch angreifen können. So. Na gut, ich kann ja mal reinfahren. Guten Morgen! Oh, ich habe einen Hafen entdeckt. Und einen schönen Tempel. Okay. Ja, leider hat er hier auf Wasser nicht mehr Bewegungsfähigkeit. Schade. Eigentlich. Komm, Philosophie nehmen wir mal. Bildung. Genie. Geistbeuger. Okay, beugen wir die Geister. La la la. Und machen wir mal Handel noch dazu. Zollhaus. Okay, jetzt können wir handeln. Wir handeln. Ja, eigentlich Händler. So, dann machen wir noch ein Zollhaus hier hin. Hopp! Bringt ja nichts. Bei dem Stadtwachstum hier. So, welche Stadt könnten wir denn noch was Gutes tun? Komm, du brauchst auch noch einen Tempel. Und den Hafen. Und damit wächst die Stadt auch wieder mal. Das ist schön. Ich glaube, die Runde ist auch schon vorbei. Ich weiß gar nicht, was jetzt passiert, wenn du auf den Hafen gehst. Du triffst die Imperius. Die Römer. In diesem Spiel. So. Oh, guck mal, können wir da anlegen? Dann können wir noch eine Stadt gründen. Nein, es ist die letzte Runde. Oh, wie fies. Also wir können nicht mehr eine Stadt gründen oder so. Das hätte nochmal richtig schön Punkte gegeben. Aber na gut, hätte gegeben und so. Wir haben 43 Ressourcen. Wir könnten noch Bogenschützen erforschen. Und auch dieses Genie wurde abgeschlossen. Du kannst jetzt Turm der Weisheit bauen. Dieses gewaltige Monument wird dir schöne Dinge bescheren. Und wir bauen den Turm der Weisheit. Natürlich, natürlich. So, Turm der Weisheit. Hier hätten wir noch Platz für Wald aufforsten. Können wir ja machen. Ein paar Wälder hin. Und dann könnten wir dort einen Tempel bauen. Ein Waldtempel. Warum nicht? So, ja, hier hinten, das können wir abreißen, Fremdlander. Ich guck mal, ob wir noch irgendwas können tun täten. Würde Punkte, also hier steht auch schon was. So, was können wir hier noch tun? Einen Hafen bauen oder so. Aber wir haben keine Punkte mehr dafür. Wir haben noch 4 Punkte, das heißt, das Teil hier könnten wir zum Beispiel einsammeln. Hopp! Sammeln. Schön. Das war dann auch alles, was wir in der Runde noch könnten. Würde ich sagen, weil mit 2 Punkten kann man nicht viel machen. Vielleicht noch eine Einheit bauen oder sowas. Ich glaube, nein. Ich denke nicht. Oder doch. Ja doch, mit 2 Punkten können wir noch eine Einheit bauen. Ich weiß nicht, ob das punktemäßig was bringt. Nein, es bringt nichts. Gut, dann würde ich sagen,
Das war erstmal dieser Spielmodi. Also da geht es darum, innerhalb von 30 Runden das Beste rauszuholen, was geht. Und ich glaube, das haben wir gut getan. Ja. Sieg! Sehr schön, 11.335 Punkte. Dann schauen wir uns den Highscore an und wir sind weltrangtechnisch total im Eimer. Ist klar, ne? Juti, aber ich mal ganz kurz Päuschen, bin gleich wieder da und dann schauen wir mal weiter. Lundele, da sind wir auch wieder. Ja, übrigens nochmal zu der Option Shop und bei Duckies kaufen, da wir auch Werbung gemacht haben und das Ganze hier auch im Livestream gemacht wird. Ihr könnt das natürlich direkt von Steam beziehen. Klar, ne? Kann man machen. Und alle Spiele, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, die ihr bei Duckies kauft, sind auch legal und so weiter. Und das Konzept dahinter ist eigentlich nur, dass ich Spiele von diversen Bundle-Seiten etc. offiziellen beziehe und eigentlich auch die Community und so davon ihren Vorteil haben soll, dass sie günstig an Spiele reinkommen, aber nicht ein komplettes Bundle kaufen müssen. Und ich sag mal, drei Viertel des Bundles dann irgendwie so weg ist. Ne? Also, weil man den Rest gar nicht spielen will oder sonstiges. Und so kann man dann doch günstig an Spiele rankommen, die einen wirklich aus dem Bundle interessieren. Und falls ihr auch mal so sagt, hey, ich suche ein Spiel oder irgendwas, könnt ihr natürlich auch anfragen über das Kontaktformular. Und ja, ich sag mal so, dadurch, dass ich natürlich über diese Seiten einkaufe und so weiter, ist auch so, dass ich die Spiele nur in begrenzter Zahl immer da habe. Und ja, ist halt so, kann man noch nichts dran machen, sage ich mal. Aber ja, vielleicht werden wir ja auch irgendwann wachsen und ich kann es dann auch direkt vom Entwickler, Publisher beziehen. Das wäre so ein Traumziel, sage ich mal, für den Shop. Und auch um euch das legal und alles anbieten zu können. So, aber kommen wir zurück zum Spiel. Und zwar, was ich geil finde, es gibt ja das neue Spiel, Tralala, Singleplayer. Und was auch richtig geil ist bei dem Spiel, es gibt einen Multiplayer. Das heißt, wir können das Spiel auch mal in der Community zocken oder ihr mit euren Freunden, logischerweise. Ne? Da gucken wir mal kurz rein. Zufallsparty. Partie. Eine Spartie. Aber das machen wir jetzt nicht. Schade, warte mal, kann man nicht. Oder. Gibt es nicht auch oder? Beliebig, Ruhm, Macht. Okay, das sind die drei Optionen. Erweiterte Einstellungen, wir gucken mal rein. Trockenland, Tralala, okay, das ist die Map. Wie viele Gegner man haben möchte und so weiter. Spieleinstellungen ausblenden, okay. Kann man nicht gegen die Hunde, oder? Starte ein lokales Pass and Play Spiel, in dem du auf neues Spiel spielst. Warte mal, das gucken wir mal. Neues Spiel, Pass and Play. Ja, gut. Gestalte dein eigenes Spiel, wie du willst. Ich glaube, es ist so eine Art Map-Editor, ne? Warte mal. Ich versuch's mal. Nee, wir nehmen mal was anderes. Hier haben wir die, ich glaube, Japaner, Chinesen, irgendwas in die Richtung. Hier haben wir Indianer. Hier haben wir Tiger. Keine Ahnung, was sind das? Sibasi.
Es könnten auch Afrikaner sein. Auch nice. Und was hier auch geil ist, Hood Rick, die spiele ich auch sehr gerne. Die haben nämlich direkt Bogenschießen und ich liebe Bögen, Fernkampf, mega geil. So, ja, wie gesagt, die sind alle schon im Spiel integriert, erhaltlich und die hier unten sind halt DLCs. Zufälliger Stamm, okay, machen wir mal zufällig, oder? Alakazam, was für ein Viech? Alakazam, irgendwie Katzen? Gut. Perfektion, Vorherrschaft, endlos. Okay, ich mache mal Perfektion nochmal. Gegner nehmen wir mal 4. Schwierigkeit leicht. Kartentyp. Trockenland, Seeland, Kontinente, Archipel. Was ist das? Wasserwelt. Oh Gott, nee. Was ist denn ein Archipel? Immer Kontinente, oder? Winzig, winzig und dann kommt Small. Gibt es kein Wort für Small? Ist doch eigentlich klein, oder? Ja, und da sieht man, ne? Es ist eigentlich wieder Englisch. Normal, groß, riesig, enorm. Okay, 4 Gegnerkarte, 121 Felder. Zuglimit 30. Oh, kann man das Zuglimit nicht verändern? Nein, ne? Es geht nicht. Schwierigkeitsbonus 157. Was? Machen wir normal groß. Gut, Schwierigkeit wird sich nicht verändern. Wenn ich jetzt 11 Stämme nehme. 199. Ah, das heißt. Okay, ich nehme mal 11, damit wir vielleicht mal auch eine Schlacht schlagen. Und hoffentlich nicht vergeiern. Mächtiger Anführer. Du wurdest auserkoren, den Stamm der Bardur zu führen. Was sind die Bardur? Okay. Welt und erweitere dein Reich. Nee, erkunde die Welt, Entschuldigung. Doch nimm dich vor den anderen Stämmen in Acht. Okay, machen wir. Jetzt haben wir wieder das schöne Ding. Es kommt Musik. Ich hoffe, man konnte es ein bisschen hören. Hust, dass nicht allzu laut war. Klingt ein bisschen wie eine Sirene, oder? Ein Hund sein oder so. Ich weiß es nicht. Es könnten Wikinger sein, oder? Badur? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er ein Wikingerhelm ähnliches Konstrukt auf dem Kopf. So, hier vorne. Sind wir hier gerade bei Minecraft gelandet? Oh Gott, guckt euch das mal an. Hier ist eine Linie, da ist eine Linie, da ist eine Linie, hier ist eine Linie. Also da ist Pink, da ist Orange, Gelb, Entschuldigung. Wie kommen wir jetzt auf Orange? Weil der Berg so goldig ist? Ich weiß es nicht. Hier haben wir irgendwas Weißes und wir sind schwarz. Ich hätte vielleicht nicht Winzig nehmen sollen. Wir machen nochmal gleich einen Krieger hinterher. Es geht auch, Krieger. So, und jede Zivilisation hat ja schon im Tech-Tree etwas frei. Jetzt ist die Frage, was haben wir frei? Jagen. Jagen for free. Okay, das heißt, wir können die hier schon einsammeln. Schabumba. Okay, das ist schön. Und die Runde beenden. Und du triffst die Aumayin. Bitte wen? Doch, die tun nicht so viel Aua. Ihr Anführer grüßt freundlich, zeigt aber kein Interesse für dein winziges Reich. Die Entdeckung dieses neugierigen Stammes gibt dir einen einmaligen Handelsschub von 3 Sternen. Oh, Handel? Moment, der will auch gar nicht handeln mit meinem winzigen Reich.
Bin gleich eine. Was? Du triffst die Luxidor. Ich hab gesagt, ne? Also es ist toll, hier anzufangen auf der winzigen Map. Ihr Anführer grüßt euch freundlich, zeigt aber kein Interesse für euer winziges Reich. Wenn ihr nicht so hört, ihr also groß seid. Die Entdeckung dieses Tal-Danas gibt euch wiederum 3 Punkte. Toll, jetzt haben wir 9. Jetzt können wir den hier auch einsammeln. Schwupps. Und unser winziges Reich wächst. Ich nehme mehr Produktion, danke. Ja, gut. Ja, hier gibt es wieder einen Tipp. Ich schmeiße den irgendwo hin und baue 9. Für 2 Punkte. Dafür kriegt man, glaube ich, auch die 3 Punkte, damit man schnell Krieger bauen kann. Und wir könnten. Ich glaube, ich mache Organisation wieder. Blablabla. Machen. Oh, steht hier eigentlich. Ach, Spielstatistik. Ich bin übrigens auf dem 5. Rang der Spielstatistik. Ja, moin. Warum können die schon reiten? Alter. Das finde ich jetzt irgendwie nicht nett. Ich würde sagen, wir greifen nicht direkt an, sondern gehen ein bisschen mehr auf Verteidigung mit unserem winzigen Reich. Und wir können keinen mehr ausbilden, weil wir haben keinen Punkt. Doch, wir haben Punkte. Warum kann ich ihn nicht ausbilden? Gesundheit, Angriff, Verteidigung, Bewegung, Reichweite. Bilde einen aus. Befestigen. Befestigen. Vorstoß. Was? Befestigen? Moment, hier gibt es Befestigen. Diese Einheit erhält einen Verteidigungsbonus, wenn sie ihre eigenen Städte verteidigt und einen doppelten Bonus mit einer Straßen. Nee, Stadtwall. Wall. Straßen. Ja, Stadtwall. Entschuldigung, mein Fehler. Aber wo kann ich denn keinen bauen? Spielt hier noch einer? Nö. Au! Hat der mich angegriffen? Du triffst die Vengir. Ihr Anführer, groß. Grüßt euch, freundlich, grüßt euch. Ich lese einen Quatsch mal wieder. Zeigt aber kein Interesse an eurem Megareich. Achso, nee, das war der falsche Text. Ich habe mich gerade angegriffen. Sag mal, geht's nur ganz Banane? So, der 10 Punkte, der 10 Punkte, der hat. Au! Der hat auch noch ein Schwert, der Sack, ey. Wir haben gegen ihn überhaupt keine Chance, ne, in dem Sinne. Gut, wir brauchen Forschung! Wie wär's mit dem Bogenschützen? Oder sowas? Bogenschütze ist super. Also, wir können den Markerbau machen. Wir müssen mit unserem winzigen Reich schnell wachsen, irgendwie. Habe ich gehört. Gut, der ist gleich im Eimer, der ist auch gleich im Eimer. Na, wow. Wir haben noch 2 Punkte. Wir können bauen, ja, ihn hier nicht. Hä? Warum? Kann ich nicht mehr als 3 Einheiten haben? Aktuell oder ist da ein Einheitenlimit? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber können die den Platz tauschen? Der kann in die Stadt gehen, der kann wieder rauskommen. Können die ihm auch noch eine verpassen? Haha! Jetzt hat er noch 2 Punkte. Er kann vorstoßen. Und ach du Scheiber, der ist ja noch in da. Wird der noch in da? Wie wäre das Ding hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Der weint übrigens, ne? Oder sowas. Das ist auch super gemacht. Lass mich doch in Frieden. Okay. Du hast angefangen. So sieht's aus. Jetzt könnten wir schon zum Beispiel auch Schilde herstellen. Also ein Schilder. Und wir machen den Bergbonus. Mal bei dir am Berg. Ein Tipp. Du solltest mit dieser Einheit einen Angriff ausführen. Wähle die Einheit. Moment. Wir haben ihn gerade umgehauen. Wir haben ihn umgehauen, aber ich glaube, es wird uns nicht viel helfen. Da vorne hat er noch einen hier.
Ach nee, das sind die Imchitüsch. Tüsch. Die mich auch immer eben umhauen. Ach, ihr seid doch alle gemein, seid ihr doch. Warum haut ihr mich um? Das war so nicht verabredet. So, jetzt sind wir auf dem Berge. Und wir sehen 1, 2, 3. Alter, wie viele Reiter denn noch? Bam. LOL! Okay, wir sind auf dem Berg, kriegen Verteidigungsbonus. Und haben keine Chance. Ja, moin. Das finde ich jetzt nicht nett. Okay, haben wir kein Geld für. Also, ja, keine Ressourcen. Jetzt könnte man das hier zum Beispiel ausbauen. Da hinten brennt es übrigens. Oder irgendwas. Let it burn. What? So, jetzt machen wir mal Bogenschützen hier. Okay, ein Defensor, ein Bogenschütze, ein... Mega Problem. Gut, dass die sich auch bekriegen. Dann lassen sie sich alles an aus. Uns aus. Hoodrick wurde von der Lixidor zerstört. Diese Lixidor. Ich sag's euch, diese Lixidor. Die darf man nicht unterschätzen. So, und den darf ich jetzt mit Pfeil und Bogen angreifen. Der bleibt hier schön stehen und obwohl, der weint mal gerade. Ups, jetzt habe ich ihn umgehauen. Ich habe ihn einfach umgehauen. Sehr schön. So, könnten wir vielleicht mal Stadtwachstum oder so kriegen. Ihr seht schon, ne? Es ist nicht allzu einfach gegen so viele. So, er sagt, wir sollen noch was forschen. Das Einzige, was wir forschen können, ist reiten oder aber fischen. Ich weiß nicht, ob die Reiter uns jetzt wirklich weiterhelfen. Ich würde gerne auf Fischen gehen. Es kann auch sein, dass unser Reich baldigst einmal gewesen ist. Ich weiß es nicht. Aua. Fengir wurde von Aumai zerstört. Oh, wow. Ja, hier geht's hart zur Sache. Ja gut, den will ich gar nicht angreifen, aber komm mir nicht zu nah, mein lieber Hilo. Hier ist er weg. Okay, der benimmt übrigens gerade die Stadt, ne? Das sieht dann auch so aus. So. Schade, dass man nicht produzieren kann, während er hier auf der Stadt steht. Das ist ein bisschen doof. Muss ich mal sagen. Und forschen können wir auch nichts. Wir haben noch 5 Punkte. Warte mal, das hier haben wir alles irgendwie aufgebraucht. Mit den Wäldern können wir nichts tun, aber mit den Bergen, glaube ich, ne? Nee, da müssen wir erstmal forschen. Für Fische gibt es keine bei uns. Aktuell, ja toll, ich dachte, ich kenne mal die Fische. Nee, tue ich nicht. Braucht einen Bergbau oder Wälder oder irgendwas in der Richtung. Na gut, irgendwann kommen wir vielleicht an die Fische, wenn es nicht schon zu spät ist. So, 10 Punkte. Jetzt ist die Frage. Gut, mit dem komme ich da nicht weg. Mit dem kann ich ihn erschießen. Der weint auch. Der ist eine höhere Gefahr, würde ich sagen. Der ist die höhere Gefahr. Und den würde ich gerne auf dem Berg stehen lassen erstmal. Warte mal, was ist das hier eigentlich im Kasten? Nee, das ist irgendeine Info. Oh, komm mal, wir können uns auch heilen. Haha, heile Gänschen. Das ist schön. So, gucken wir mal. Können wir 10 Punkte anstellen? Bergbau zum Beispiel. Oder irgendwas mit Wald? Försterei. Das ist gut. So, jetzt haben wir noch 4 Punkte. Dann bauen wir hier eine Försterei auf. Das ist schön. Uff. Also hier ist wirklich kein gut Kirschen essen, sag ich mal, ne? Ah, der baut auch Förstereien. Ja, guck an. Wer hätte das gedacht? Dass der auch sowas tut. Bam! Ja gut, wir müssen das Reich vergrößern. Damit wir auch an die Fische rankommen, demnächst. Also einmal Fisch, wow. Und dann müssen wir Bergwerke wahrscheinlich bauen. Damit wir irgendwie noch was hinkriegen. Da unten ist noch jemand, der will auch Ärger. Ist das eigentlich auch ein Berg?
Morgen. Au! 5-5. War nicht so gut. So, dann kann ich ihn hier auf dem Werk stellen. Und du bist raus, Nikolaus. Haha! Und wir können aktuell nichts bauen. Ach, Scheibe. Meine Stadt ist total nackig. Ja gut, was soll ich machen? Das war fail. Ja! Und das dachte ich mir, die zertrümmern mir gleich hier alles. Bogenschütze allerdings, ja, der hat, ich baue einen Bogenschütze. Weiße Liebe. So, warte mal, kannst du ihn schießen, ohne dass er sich wehrt? Nein, das geht nicht. Der Bogenschütze ist noch nicht wirklich ready. Damit können wir auch nichts anfangen. Wir können die Fische einsammeln. Yippie! Fische! Toll! Das bringt uns jetzt dezent überhaupt nicht weiter, aber gut. Okay, das war's mit den zwei Einheiten. Haben wir ein Problem. Na gut, wir haben sowieso ein Problem. Wenn das ein Neuner kommt, der geht gleich direkt auf meine Stadt los. Den muss ich irgendwie. Irgendwie muss ich. So, zeig mal her. Wir haben 8 Punkte. Ich würde unbedingt... Ja gut, Schilder wäre auch geil. Aber ich mach mal Bergwerk. Oder segeln. Können wir wegsegeln. Könnten wir einfach mal wegsegeln. Leck mich doch alle an den Füße. Gott, ey. Aimo wurde von Xingxi zerstört. Und ich werde gleich auch zerstört, wenn es hier so weitergeht. Okay, was können wir tun? Wir könnten ihn auf den Berg stellen. Und ihn erschießen. Wir könnten... Nee, an meine Stadt bitte. Ja, den hier erstellen. Oder können wir irgendwas... Warte mal, den Schilder. Jetzt können wir natürlich nichts erstellen, weil was Schilder ist oder so, sondern nur ihn hier ausbilden. Der auch gleich einen auf die Mütze kriegt. Na toll. Der auch gleich einen auf die Mütze kriegt. Na yippie, yo. Ja gut. Nee, du hier? Oh Gott. Moment mal. Ach du Scheiße. Wir sind ja voll umzingelt. Wir sind ja voll umzingelt. So, warte mal. Ich will hier einen Schild haben. Ich glaube, das ist gut. Hier hinten Bergwerk. Das wird noch dauern. Das ist alles, was wir tun können. Au Mai wurde von Luxidor zerstört. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au, au, au. Luxidor wird verdammt stark langsam. Aber die haben sich zurückgezogen irgendwie, ne? Also irgendwie, ja. Frag mich, warum, aber ja. Sollte ich mich echt mit denen anlegen? Oh Gott, die haben auch Bogenschützen. Nein, ich bleib einfach hier stehen und baue ein Bergwerk. So, können wir noch ein Bergwerk? Nein, 5 brauchen wir dafür. Ja, du bleibst hier Defense, würde ich sagen. Dass wir noch so leben, ist ja auch schon ein Ding, ne? Also. So, warte mal, ich könnte theoretisch ihn auch dahin stellen. Und noch einen Defender ausprügeln. Dann, warte mal, der Defender kann nichts tun. Er könnte ihn hauen und sich selbst umbringen. Genau das dachte ich mir. Au! Ja, und wir können noch ein Bergwerk bauen. Max mit der Stadt. Oh yeah! Metropole wurde abgeschlossen. Du kannst jetzt Park des Glücks bauen. Ja, das können wir. Und wir können... Haha, unsere Stadt ein bisschen defenden. Jetzt haben wir lauter Defender da. Okay. Aber guckt euch den Ansturm an. Ob wir unsere Stadt wirklich defenden können. Vor allem, er hat jetzt auch eine Metropole. Und ja, oh, die weinen ein bisschen hier. Ja, könntest du bitte wieder in die Stadt zurückgehen? Nein, danke. Okay, das ist natürlich toll. Wenn der Defender dann...
du bist ein... Ich finde das jetzt nicht nett. Also eigentlich ein Bogenschütze, der Nahkampfattacken ausgesetzt ist, sollte mehr Schaden erleiden. Aber nein, warum denn? Nur weil ich einen Defender habe. So, warte mal, wir könnten hier den Dings des Glückes bauen. Wird unsere Stadt aber nicht allzu viel helfen, glaube ich. Können wir noch so einen Teil bauen? Nee, ne? Aktuell nicht. Ein Hafen. Wo soll ich hinfahren? Keine Ahnung. Bade sind nicht nah. Meines Wissens. Machen wir einen Hafen. Dann können wir vielleicht mit 0 Punkten einen Hafen bauen. Oder auch nicht. Alter, jetzt mit dem Katapult von ganz hinten. Und das war's mit uns. Das war's mit uns. Moment, ich darf noch irgendwas tun. Ja, ich darf sterben gehen. Okay, wir sind dann mal raus, Nikolaus, aus dieser Partie. Aber trotzdem macht Spaß. Moment. Aber ich kann den Zug noch beenden. Kann ich jetzt noch einen Hafen bauen? Nee, ne? Könnte ich irgendwas... Moment, ich habe ja noch die... Moment, wir sind gar nicht raus, Nikolaus. Entschuldigung. Fehlalarm. Fehlalarm. Alter. Kann ja mal kaputt gehen. So ein bisschen. Ein bisschen kaputt gehen. Was hast du denn? Du solltest eine Einheit in dieser Stadt bauen. Hä? Okay, ich baue jetzt für den Bogenschützen. Ist mir jetzt wurscht. Ich dachte, der hätte uns übernommen. Hat er aber gar nicht. Haha, der ist kläglich gescheitert, der Junge. Ja, wer hätte das gedacht? So, ja gut, ich nicht. Wie man sieht. Weil wir haben 1, 2, 3 mal ihn um uns herum und ja. Also eigentlich sollte das schon gegessen sein. Aber wisst ihr was? Ich gehe mal auf ihn hier los. So. Schauen wir mal. Die haben schon wieder den umgenietet, oder? Okay. Machen wir den hier und ja, ob das mit dem Hafen heute noch was wird, ich glaube nein. Wir haben noch 8 Punkte zum Forschen. Ja gut, das wäre eine Möglichkeit. Aber sie sollten eigentlich sowas von tot sein. Moment mal, der greift uns gar nicht an. Das war jetzt ein bisschen dämlich. Aber na gut. Auch Dämlichkeit sollte belohnt werden. Alter, warum mache ich 2 und er 6? Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Wie soll man sich denn da verteidigen? Mal ehrlich. Kann ich nur einen Hafen hinterher? Nee, schade. Ich meine ja nur, ne? Wie soll ich mich denn so verteidigen? Wenn ich überhaupt keinen Schaden ausrichte. Oh, minus 11. Und die Stadt war dann einmal. Ja gut. Genau dafür hat er ihn dahin gestellt. Zerstört! Wurde abgeschlossen. Nee, Zerstörer. Du kannst jetzt Tor der Macht bauen. Ja gut, wenn das noch was hilft. Ich kann noch die Stadt upgraden und... Oh, ho, 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 was ein Comeback! Ha! Hätte man nicht mehr gedacht. Tada! Wir haben noch da jemanden im Petto. Das ist schön. Mal gucken, wie lange der durchhält. Holla, die Waldfee. Ja gut, was machen wir mit ihm hier? Der weint. Okay. Warte mal, du könntest auf den Berg gehen. Darfst du dann nicht mehr angreifen? Schade. So, dann machen wir... Was ist das denn hier? Schwertkämpfer. Ja, jetzt die gute Frage. Warte mal, kann man Rechtsklick oder sowas machen? Nee, schade. Verteidiger. Ich mache meinen Schwertkämpfer. Vielleicht. Achso, ja, genau. Wenn wir drauf gehen. 15 Leben. Angriff 3. Verteidigung 3. Bewegung 1. Okay, ich guck mal hier.
Verteidigung 3. Okay, der. Wir machen den Schwertkämpfer. Der ist wesentlich stärker. Der ist wesentlich stärker. Und wir haben noch 6 Punkte. Ich würde sagen, du bist raus, weil Fernkampf und so. Aber hier haben wir noch einen Bogenschützen. Ey, guckt euch diesen Ansturm an. Gibt's hier was umsonst? Ja, eine Stadt. Ach so, ja dann. Ja, wir uns reiten weiterhelfen. Ich glaube, nein. Wir beten einfach, dass es gut wird. Oder so. Beten soll helfen, habe ich mal eben gehört. Ja, nice. Der nächste Riese war einmal. Wo will er eigentlich hin? Kika, wo willst du hin? Ja, okay, wir haben wenigstens mehr Bums gemacht. So, jetzt stehe ich auf deiner Stadt. Und jetzt? Und jetzt? Oh, das lieber viele Punkte, der Gute. Leider. So, ja, hier können wir jetzt auch nicht viel machen. Was können wir denn noch tun? Warte mal, da hinten haben wir, glaube ich, auch gebaut, oder? Kann die Map eigentlich drehen oder so? Nee, leider nein. Ich wüsste nicht wie. Wäre schön, könnte man sie drehen, aber ich habe noch keinen Bauplatz mehr. Ja, stimmt, Tor der Macht und so haben wir gebaut, ne? Ein mächtiges Tor. Okay, mit 8 Punkten kann ich damit auch nichts anfangen. Aber ich würde sagen, ja, wir forschen mal nicht weiter. Erstmal. Moin! Und übernehmen die Stadt. So, jetzt ist die große Preisfrage. Inwiefern? Hat das jetzt auf die Truppen ja irgendeine Auswirkung? Gut, wir spielen ja auch auf leicht. Alter, Mega-Schwertkämpfer, ne? Also. Boah, das ist toll. Baue ich den Hafen da oder da? Ach komm, wir bauen den hier hin. So. Ein Häflein. Na, ob das was bringt. Ich heile den mal. So, warte mal. Ja gut, hier hätten wir auch nachbauen können. Ja, wenn ich jetzt mit ihm hier Dings mache. Nee, ich hätte gerne die Einheit. Die Einheit. Nö. Mit dem kann man nicht heilen. Und dann hat er seine Stadt zurück. Gib mir meine Stadt zurück. Bevor sie auseinanderbricht. Oder so ähnlich. Ja gut, wir haben überhaupt keine Probleme hier. Bumm, du bist raus, Nikolaus. Okay. Jetzt ist die Frage, wir haben 14 Dreller. Wie viel braucht die Stadt zum Wachstum? Eine Menge. 10 kostet das schon alleine. Es ist, ja. Es ist, ja. Okay, dann könnte ich mit 4. Nee, ich brauche 5. Zack, noch ein Schwertkämpfer bauen. Kann ich hier eigentlich auch was bauen in der Stadt? Wäre schön gewesen, ne? Hätte ich noch bauen dürfen. Ja, wäre gewesen. Ja gut, reiten können wir noch erforschen. Oder ein Katapult. Das Reitens willen erforschen wir reiten. Bevor wir kaputt gehen. Hiko wurde von Yadak zerstört. Und wir leben noch. Oh Gott, das ist ja immer noch der Riese. Warte mal, wir haben ja zwei gefunden. Warte mal, wenn du auf den Berg gehst und den Riesen von hinten vermöbelst. Gibt das einen Boni von hinten? Ich weiß nicht, der von hinten Boni. Warte mal, was hat denn der Reiter? Verteidigung 1. Oh Gott, vergiss es. Angriff 2. Oh Gott, komm. Der ist auch, nee. Nee, der ist auch, nee. So, der müsste Angriff haben 2. Ja, wow. Ist ja auch nichts. Also, der Schwertkämpfer ist immer das Beste. Das Beste vom Schützenfeste oder so.
So, wir haben noch 6 Punkte, damit können wir Backe, Backe, Kuchen spielen oder whatever. Weil mit 6 Punkten. Was, das gehört uns? Nein, können wir da bauen? Oh, das ist ja ein Ding. Ein Tempel. Da brauchen wir 20 Punkte, wo ich auch immer die hernehmen soll. Imperius wurde von den Cebasi zerstört. Okidoki, wir haben ein Riesenproblem. Kann ich mit der Stadt noch mal anfangen? Ich glaube nein. Ich glaube nein. Das heißt, wir haben noch 6. Wir haben nur noch 6 Punkte. Warum habe ich 6 Punkte? Ich habe doch gar keine ausgegeben. Ich finde das gemein. Ich habe eigentlich gar keine Punkte ausgegeben. Haben wir geforscht? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Und damit soll es eigentlich mit uns gewesen sein. Schlacht nach, schlechte Nachricht, Schlachtnachricht, ja. Schlechte Nachricht von der Schlachtnachricht, ihr wurdet besiegt. Game over. Aber hey, ne, wir haben uns nicht schlecht geschlagen, finde ich. Es wurden schon viel, viel andere schon viel früher besiegt. Aber warum kann man keinen Multiplayer machen? Pass and Play. Ja gut. Ich hoffe, ein richtiger Multiplayer kommt dann noch zu, weil Netzwerk-Multiplayer weiß ich nicht. Aber man kann ja über Steam auch über Netzwerk-Multiplayer-Gedöns mittlerweile spielen. Mit vielen Spielen. Naja, wer weiß, wer weiß. Juti, dann würde ich erstmal sagen, das soll erstmal das letzte Test gewesen sein für dieses Spielchen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch auch ein bisschen. Ich finde es richtig nice. Ja, und werde das bestimmt noch ein paar Mal spielen. Vielleicht auch im Stream. Mal schauen. Also denn, bis dahin.